50 Meter langsam fahren. So schaut's aus. Was ist, wenn einer Fuß runter tut? 10 Meter würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber gleichzeitig, gell? Und nicht gegenseitig in die Kiste fahren. Nein, das geht nicht. Italienische Mofas sind nicht zum langsam fahren. Bei mir hier, guck mal, Lenkung. Oh, Gott, immer lenken irgendwie. Aber ich glaube, ich ziehe mich dann doch erst um oder so. Dieses Mal werde ich die Challenge gewinnen. Auf die sensationelle Idee gekommen, Tauziehen zu veranstalten. Lasso, Tauziehen, okay, alles klar. Ja, Mofas gegeneinander? Ja, wer stärkste Mofa hat, ne? Ja, und am Ende ist ja die Frage, ist der Mensch, ist sozusagen das Human Interface, stärker als alle drei zusammen, so ungefähr. Also, Challenge jetzt erstmal gegeneinander. Hm. Wer ist dann unter uns der Stärkste? Ich schon mal nicht. Der Bernhard. Ich würde vorschlagen, ihr zwei fangt an und ich schaue mir das mal von außen an. Ich habe übrigens schon mal was vorbereitet. Okay. Ein Tau. Das reißt doch. Das ist doch ein Witz, oder? Das will ich sehen. Reißt. Das zerreißt. Nein. Das ist ein Solo. Das hat einen hypergalaktischen Hyperdrive. Ja dann. Ja, auf geht's. Dann fütteln wir das doch mal fest. Fütteln wir mal fest. Warte mal. Ich mach schon. Geh weg. Mach's denn. Einmal. Machen wir ja bei dir dann auch. Hängen wir fertig. Wir haben nur dafür einen Knoten gemacht. Keine Ahnung, wie geht denn der Scheiß? Ja, ich hab schon. Holger, kann ich mal eine Schlaufe binden? Kannst du nicht mal, natürlich kann ich das. Sag mal, Holger, hast du eigentlich einen Ohr? Entschuldigung. Fixst du ja dann nochmal, der Kerl da, echt. Da, guck mal, hier ist er näher da. Emulieren Holger gleich mal. So, guck mal, ob das geht. Jetzt geht's los. Du machst, sagst an, wenn es losgeht. Ja, machen wir mal an. Ja, genau. Wer fahren die vielleicht? Erster Platz, Solo, Hybrid-Reif, Hyper-Space-Galaktischer Han Solo, Space-Renner, das beste Mofa überhaupt. Wessen dumme Idee war jetzt das? Das war natürlich seine, war ja klar. Der hat genau gewusst, dass er mit seinem Zweigang-Mofa gewinnt, ja?
Was er allerdings nicht weiß, ist, dass der gewinnt, muss eine Kiste Bier bezahlen. Hey. Scheiß Mofa, das geht. Mach mal nochmal bitte, ne? Also, natürlich brauchen wir, um die Punkte noch zu vergeben, damit wir auch wirklich ganz korrekt sind, zweiten und dritten Platz. Also jetzt geht Vespa gegen Garelli, also Italien gegen Italien, ne? Ja, okay, stimmt, weil der Regisseur will ja bestimmte Punkte. Ja. Dann tun wir halt. Dann probieren wir das halt. Ja, ich rechne mir keine allzu großen Chancen aus. Aber ich muss erstmal antreten, ich habe ja keinen Ständer. Ach so, also, ne, das Mofa hat keinen Ständer, ne? Okay. Ja, genau. Nee, ja, So, kann man schon mal mit? Gerne, zwei bisschen vor. Stopp, halt. So, was? Achtung, wir machen Kamera an. So, los. Auf die Plätze. Fertig. Los. Stoppa. Okay. Ich denke ganz klar, Garelli hat gewonnen. Ja, ganz klar, Garelli hat gewonnen. Das ist ein bisschen unfair. So einfach hat ein bisschen mitgewirkt. Weil erst hat der Bernhard mitgewirkt, weil das hat mich dann irgendwie so hintergezogen. Ja, also der Holger hat gewonnen mit dem Mofa, ne? Also einer von uns beiden muss ihn jetzt wegziehen. Ja, ich muss auch, hab Termine. Hey, hier geblieben. Das machen wir ganz fair und wie heißt das? Ach, objektiv heißt das. Hm. Schnick, schnack, schluck. Hm. Schere, Stein, Papier. Hm. Also, okay. Schnick, schnack, schluck. Ach, scheiße. Einmal, oder? Ja, okay. Ja. Okay. Schnick, schnack, schluck. Okay. Ich bin noch in Führung. Schnick, schnack, schluck. Wow. Ich war in Führung. Okay. Wer zieht? Ja, ich nicht. Doch. Um den Hals, gell? Sag mal Mitte, warte mal, komm mal her, wir müssen zur Mitte. Von der Mitte zum. Okay. Zack, zack. Wer gibt Signal? Also jetzt die spannende Challenge, gell? Mofa oder Mensch? Auf die Plätze. Fertig. Los! Hey Jungs, andere Idee. Solo 2 Gang Mofa gegen 2 Personen. Nee, das schafft's nicht. Das geht nicht. Ja. Komm, also irgendwo, ja. Okay, gut. Ich lass an. Geh mal. Komm mal her. Ich hab nur Scheiße im Kopf. Oh, jetzt ist das hier alles verheddert. Wir gehen das so wieder rein. Mach doch mal über die Sonne drüber. Damit das ordentlich ist, ne? Ja. So. Achtung, ich lass an. Ja, los, hier, los, mein Pferd, ne? Oh, super. Oh, schön, wo ist hier? So, hey. So. Ja. So. Die GoPro läuft. So. Okay. Auf die Plätze. Fertig, los. Okay. Ja, gewonnen! Juhu! Geht nicht mehr. Okay, also damit wäre klar, ein Mann, ein Solo, Solo, ne? Ja, genau, Solo. Zwei Mann, ein Solo, geht nicht, deswegen heißt es auch Solo, ne? Zwei Mann, sonst zwei Gang-Mofa, sonst ja? Sonst würdest du heißen, ne? Aber ich bin logisch zufrieden, ne? Super. So, wie viel Leistung hat der Körper? Das hat irgendwie 1,5 PS. Was hat der Körper für eine Leistung, der Mensch? 300 Watt? Ja, okay, na, wir sind, also es ist klar, also 2 MS ja sind mehr wie 1,5 PS. Ja, genau. Aber der Bernhard zählt Minus, ne? Ich bin ja schon mal Euro 6 Norm. Ich bin sehr umweltverträglich, deswegen habe ich nicht so viel Leistung. Oder so Partikelfilter, du hast doch vorhin einen Döner gegessen, so umweltfreundlich bist du gar nicht, ne? Oh nein! Geschissen! Scheiße! Na, wenn wir hier stehen, du guck mal da hoch. Seht ihr das?
Kennt ihr dieses Hillclimb-Rennen in Österreich? Ich bin dabei, also. Du willst jetzt nicht Hillclimb fahren? Ja, doch, ich fahre jetzt Hillclimb. Okay. Aufpassen. Na gut. Ich brauche einen Hallo, welcome to Jackass Episode 5. Jackass, ja. War schön, dich gekannt zu haben, Holger. Jo, Achtung. Wie war das, wenn einer verunfallt? Dann lass ihn einfach zurück. So.